Hi. Wie ihr seht, ich schwitze ein bisschen. Heute ist ein bisschen Steineklettern angesagt, weil ich mache gerade das Probeshooting mit meinem Pärchen, was übermorgen heiratet. Die habe ich da gerade auf einen Stein drauf geworfen. Besser gesagt, sie sind da allein hochgeklettert. Ich stehe hier auf dem. Nicht ganz so sicher, aber für eine perfekte Position muss man halt ein bisschen Risiko in Kauf nehmen. Die Kulisse ist wie immer traumhaft, wisst ihr ja, ist ja nichts Neues. Haben wir ein bisschen rumgesucht, war aber relativ gut zu finden. Ja, Probeshooting halt. Hier geht es jetzt weiter und ich wollte euch das nochmal zeigen. Nicht ganz so lang und dann sehen wir uns wahrscheinlich am Samstag spätestens wieder. Bis dann. Ich habe noch einen coolen Spot gefunden. Das ist beim Constanz Ephelia Resort. Der Nordstrand oder so. Irgendwie so, auf jeden Fall. Oberfett. Ich habe auch coole Fotos gemacht. Da unten kann man bestimmt auch richtig schön schnorcheln. Das sieht nach vielen Korallen aus. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da mal, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin wollt und euch das angefixt hat, was ich hier mache, dann würde ich euch diese Stelle empfehlen, hier hinten durch, wo ich vorhin noch einen kleinen Lock gemacht habe. Da gibt es so einen Nationalpark, da kann man zu Fuß hingehen. Haben wir aber mit dem Auto gemacht, die Kette angehoben und sind durchgefahren. Auf dem Rückweg kam dann so ein Soldat entgegen und meinte so, ja, habe ich nicht so richtig verstanden, weil er ganz schön undeutlich gesprochen hat. Hat aber auf Welle gemacht und gesagt so, ja, da ist eine Kette und warum hebt ihr die an und so. Ich so, keine Ahnung. You have to charge. Also quasi sollte ich ihn jetzt bezahlen. Ich so, was? Das hat er dann 3 oder 4 Mal wiederholt und ich habe immer wieder gefragt, was? Und dann hat er gesagt, ja, ist okay, ja, irgendwas. Lass mich in Ruhe oder so, ist dann weitergegangen. Also ich wusste schon, was er wollte, aber ich werde ihm definitiv kein Geld in die Hand drücken. Obwohl er eine Knarre hatte, aber ich glaube, er wird es nicht übertreiben. Naja, war ein bisschen interessante Erfahrung. Die zukünftige Braut war ein bisschen durcheinander danach. Der hatte eine Knarre. Ja gut, aber was sollen wir machen? Also nächstes Mal gehe ich da auf jeden Fall zu Fuß rein. Aber es war auf jeden Fall eine ziemlich coole Erfahrung, hier kommen jetzt noch ein paar Touris mit irgendeinem Touristenführer. Ich mal schnell ausmachen, nicht dass die noch auf die Kamera also kommen. Ja, wie gesagt, Constanz Ephelia Resort, sehr, 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 sehr geile Aussicht. Kann ich nur empfehlen.